Hallo liebe Kinder, hier sind wieder Erik und Lisa. Wir wollen mit euch heute das Würfelspiel spielen. Dafür braucht ihr nichts weiter als zwei Würfel. Aber bevor es losgeht, müsst ihr erstmal auf den Würfel drauf gucken, wie viele Zahlen dort eigentlich drauf sind insgesamt. Bei uns hat jede Zahl eine Übung. Das heißt, wir werden jetzt jede Übung einmal durchgehen und am Ende müsst ihr mir sagen, wie viele Übungen das insgesamt waren. Einverstanden? Die erste Übung, die ihr machen müsst, müsst ihr machen, wenn ihr eine 2 würfelt. Und zwar sind das die Sit-Ups. Ich zeige euch die einmal. Bei den Sit-Ups müsst ihr euch hinlegen auf den Rücken. Die Beine werden hochgenommen, die Arme kommen seitlich an die Ohren dran. Und jetzt müsst ihr euren Kopf und eure Schultern anheben und wieder senken. Runter, zack. Das gleiche geht auch, wenn Lisa meine Füße festhält. Ja, das kann die Mutti dann bei euch machen. So. Und Hände vor die Brust verschränken und jetzt zack, nach oben ziehen und wieder runter. Nach oben ziehen und wieder runter. So. Ja, davon müsst ihr 10 Stück machen. Also gebt Gas. Ja, wenn ihr jetzt aber nun eine 3 würfeln solltet, dann kommt die Übung auf einem Bein stehen. Und am besten wäre das, wenn ihr das Ganze 20 Sekunden durchhalten würdet. Also einfach, je nachdem wie ihr euch am besten fühlt, den Fuß nach vorne oder nach hinten. Und wichtig dabei ist, sich immer einen Punkt zu suchen, der sich nicht bewegt und dann sich einfach auf den Punkt zu fixieren und dann kommt man auch nicht so ins Wackeln und ins Schwanken. Wenn ihr jetzt nun aber einen 4 würfeln solltet, kommt die Übung Armkreisen und die am besten für 10 Sekunden durchhalten. Beim Armkreisen ist es besonders wichtig, dass ihr eure Arme schön gerade habt, ne? Und man kann das vorwärts machen oder auch rückwärts. Und für die Profis unter euch geht das auch entgegengesetzt schon. Aber nicht auf die andere Seite vergessen. Wenn ihr eine 5 würfelt, müsst ihr über irgendeinen Gegenstand, den ihr zu Hause findet, der vielleicht ein bisschen höher ist, für die etwas besser sind und für die noch nicht ganz so gut sind, vielleicht was Flaches, müsst ihr einfach drüber springen. Und zwar müsst ihr dabei die Beine geschlossen lassen und seitlich drüber springen. Die Hände sind dafür da, um Schwung zu holen, um noch weiter nach oben zu kommen. Das heißt, ich gehe runter, gehe meine Arme nach hinten und jetzt, wenn ich hochkomme, zack, nehme ich die Arme nach vorne. Zack. Zack. Genau. Davon macht ihr auch 10 Sprünge. Würfelt ihr eine 6, müsst ihr vor- und zurückspringen. Das gleiche Prinzip wieder. Ich gehe in die Knie, die Arme gehen nach hinten und wenn ich nach oben abspringe, dann kommen die Arme mit nach vorne. Zack. Ja, und das gleiche rückwärts. Davon auch wieder 10 Stück. Wenn ihr eine 7 würfelt, müsst ihr in den Liegestütz gehen und 5 Liegestütze machen. Okay? Zeigt euch das und zwar sieht das so aus. Die Arme sind durchgestreckt, wir gucken runter auf die Matte oder auf den Fußboden und dann beugen wir die Arme und gehen wieder hoch. Der Popo bleibt dabei schön fest. Also nicht so hier machen und auch nicht wie so ein Hängebauchschwein durchhängen lassen, sondern gerade bleiben und dann im Liegestütz machen. Am besten ihr fragt nochmal Mama und Papa, ob zu gucken, ob euer Popo auch wirklich gerade ist. Solltet ihr eine 8 würfeln, müsst ihr die sogenannten Burpees machen. Weil die ziemlich schwer sind, macht ihr davon nur 5 Stück anstatt 10. Ich zeige euch das einmal. Und zwar fangt ihr an, indem ihr auf den Boden legt, die Hände auf den Rücken kommen. So, was ihr als erstes machen müsst, ist in die Liegestützposition gehen. Dann kommen die Füße nach vorne, wir springen nach oben und gehen wieder runter. Gerade, zack, das war ein Durchgang. Ich zeige es nochmal schnell. Okay, davon macht ihr 5 Stück. Solltet ihr jetzt allerdings einen 9 gewürfelt haben, dann kommen wir zu den Kniebeugen. Bei den Kniebeugen ist es wichtig, dass ihr euch mit den Füßen einfach erstmal schulterbreit hinstellt. Und auch sehr wichtig ist, dass ihr den Popo richtig schön rausstreckt und der Rücken aber gerade bleibt. Und dann könnt ihr die Arme zum Beispiel nach vorne nehmen und dann eine Kniebeuge machen. So, und solltet ihr jetzt nun die 9 gewürfelt haben, müsst ihr davon ganze 10 Stück machen. Würfelt ihr eine 10, müsst ihr den Unterarmstütz machen, den Lisa euch jetzt zeigt. Wichtig ist dabei, dass ihr euch auf die Unterarme stützt, wie ihr das hier bei Lisa schon seht. Ja, hier von den ganzen Ellenbogen. Okay, das muss schön gerade sein. Da muss man was draufstellen können, das muss liegen bleiben. Genau, vor ein bisschen höher. Jawohl.
Jawohl, genau. Und das müsst ihr 20 Sekunden halten. Solltet ihr jetzt allerdings eine 11 gewürfelt haben, kommen wir zur Übung der Waage. Und die sieht folgendermaßen aus. Ihr setzt euch mit dem Po einfach auf die Matte oder auf euren Boden, je nachdem. Und jetzt darf nur noch der Po den Boden berühren. Alles andere muss in der Luft schweben. Und das müsst ihr ganze 15 Sekunden halten, wenn ihr das schafft. Wer es länger kann, ist noch viel, viel besser. Würfelt ihr eine 12, dann müsst ihr 10 Ampelmänner machen. Und die gehen wie folgt. Die Ausgangsposition ist Hände und Arme so zusammen am Körper. Jetzt, wenn die Arme nach oben gehen, dann kommen die Beine mit. Das sieht dann so aus. Zack, das ist Übung Nummer 1. Und wieder zusammen. Hopp, 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 hopp. Davon 10 Stück. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen mitgemacht. Wir müssen jetzt eine Pause machen, weil das ganz schön anstrengend ist. Aber ihr könnt bestimmt zu Hause noch weitermachen und es ein bisschen mehr spielen. Vielleicht mit einem Freund, mit Mama, Papa. Dann bleiben die auch ein bisschen fit. Ansonsten, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.